Da oben sieht man schon ein bisschen was durch. Sieht nach Ambulat oder Skalp aus. Aber vom Zelt her eher Kahnbulat. Kahnbulat könnte ich mir vorstellen. Aber jedenfalls ist hier, glaube ich, kein Durchkommen. Da müssen wir doch da unten irgendwo gucken. Vielleicht gibt es hier ja doch noch einen Weg hier dran vorbei an der Seite mehr. Und dann hier wieder so Schneezeug. Oh ja. Wieder Winter. Hier wieder so dicke Bäume. Aber 50. 50 geht. Das kennen wir auch. Schaut mal. Aber da ist nicht so ein Erdhügel in der Mitte, sondern ein Eisblock. Den müssen wir aber wegmachen. Und das gilt nicht als Sightseeing-Teil. Dann machen wir den doch mal weg. Was passiert denn? Aber da ist wieder so eine Wolke drüber, so eine diffuse wie da oben. Aber immerhin kommen wir hier jetzt durch. Das ist ganz gut. Und jetzt, ja, jetzt können wir uns ja mal hier durch die Goldberge schaffen. Wobei, wir müssen gar nicht durch die Goldberge. Wir können hier wieder durch die Fluffies durch uns arbeiten. Ich sehe, du bist etwas verunsichert. Ich werde dir Schritt für Schritt erzählen, was passiert ist. Das wäre schön. Sieht tatsächlich aus wie Kahnbulat, ne? Mit den Totems. Kate, deine Mutter wurde im Land des Goldes geboren. Die dortigen Quellen waren mit einem besonderen Material gefüllt. Die Bewohner dieser Welt lernten, wie man es in Ressourcen umwandelt. Doch diese Ressourcen erschienen in unserer Welt statt in ihrer... In unserer Welt statt in ihrer. Hä? Wie dies? Die Wächter waren nicht an Erz, Kohle oder Mineralien interessiert. Sie brauchten Gold. Nur die Auserwählten konnten das Material in das wertvolle Metall umwandeln. Kate und ihre Eltern gehörten dazu. Ah. Ist sie deswegen dann auch irgendwie dort geblieben oder so? Das Zelt des Kahn. Erfordert keine Arbeiter und ist auf begrenzte Vorkommen ausgelegt. Was? Fluffige Wolke. Will ich das? Also ich werde mir da schon das ein oder andere rauslassen, aber von jeder Größe halt dann so ein paar. Man hier eigentlich auch so Totems oder sowas mit? Nee, man kann ja gar nichts. Man kann keine Deko mitnehmen. Man kann auch nichts verkaufen. Man kann hier nur durchgeistern im wahrsten Sinne des Wortes. Ja gut, also wir werden hier sowieso so durchgeschlängelt, dass wir an allem vorbeikommen. Also suchen muss man da nicht. Oh, guckt mal, jetzt kommen wir in das knorpelige Gebiet, wo wir Ben getroffen haben damals. War doch da. 100. Ja, komm. So weg. Der oberste Wächter fand Komplizen. In beiden Welten. Sind dann die obersten Wächter aus dieser Geisterwelt? Oder sie haben irgendeinen Banditen... Nee, er hat ja gesagt, das war der oberste Wächter. Der, also Ben. Der sich verkleidet hat. Also kommt er auch in die andere Welt. Sie begannen, dieses einzigartige Material zu ihrem eigenen Vorteil zu verwenden. Sie hatten auch besondere Pläne mit Kate. Sie hatte unglaubliche Fähigkeiten in der Goldherstellung. Dermaßen talentierte Kinder, die werden selten geboren.
Kates Eltern wollten ihre Tochter vor diesem Schicksal bewahren. Deshalb schickten sie sie in unsere Welt. Oh, ich bin dein Kind? Wenn Kate tatsächlich, aber ich meine, Kate war die Mutter. Dann müsste ich ja so eine Art Mischmensch sein. Vielleicht kann ich deswegen hier durch. So, ganz ohne Probleme. Und vielleicht wollte er deswegen Ben genau mich. Weil er wusste, dass ich das kann. Damals fanden die Wächter sie nicht. Aber bald wurde das Gold knapp. Und die Suche nach Kate mit neuer Kraft weiter. War richtig cool hier, ne, die Story. Jetzt können wir auch Fluffy-Federn eintauschen, wenn wir das möchten. Jetzt fehlt nur noch eins. Eins hier unten und das Portal. Oder hier hinten in der Ecke. Wir könnten mal in die Ecke gucken. Oh, jetzt sehe ich gerade, hier ist ja noch so ein Fluss. Und es würde mich wundern, wenn das Tor hier ist. Wo die fette Wolke ist. 100 Pro. Wir müssen jetzt hier runter und dann nochmal ganz hier hinten rum. Ganz hier hinten rum. Hier sind diese Bäume, die ist, glaube ich, in... Oh, wie hieß denn das? Da, wo es den Pferdestall nachher gab, glaube ich. Da gab es diese Bäume. Das könnte sein, dass es da war. Also die schicken uns hier wirklich noch richtig schön im Viereck rum. Danke, liebe Entwickler, dieses sehr netten Spielchens, bei dem man manchmal verzweifeln kann und sich die Haare raufen. Aber wir spielen es trotzdem, weil es so knuffig und schön ist. Da, guckt mal, wir kommen auch noch wie bei Martu durch diese durch den Eiswall. Also so wird tatsächlich unsere Geschichte ein bisschen nochmal, kann nochmal Revue passieren. Sehr nette Idee. Vielleicht haben ja dann schon auch alle gedacht, naja, jetzt wird es mit der Klondike-Story nicht mehr weit her sein, wenn jetzt haben wir ja unseren Papa gefunden. Jetzt geht es bestimmt nicht weiter. Aber doch, wir wissen, es gibt noch ganz viele Gebiete. Und auch die Story geht noch ein gutes Stück weiter. Ist noch nicht zu Ende. Wir haben wieder was gefunden, aber es ist kein Andenken. Es ist nur Deko. Aber wir waren in keinem Gebiet, das zu solche... Doch, wir hatten solche Bäume. Die waren irgendwo da im Canyon, ne? Da hatten wir einmal so Bäume. Aber einen Froschkönigbrunnen kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das haben wir hier innen noch gar nicht aufgeräumt. Da würden wir von hier kommen, ne? Eigentlich müssen wir hier innen noch mal uns drum kümmern, dass da ein bisschen aufgeräumt wird. Ach du je, da ist so ein ganz riesiger roter Fels. Also hier hinten ist einer, hier und da. Ah, okay, 64. Vielleicht war es das ja auch schon hier. Ich meine, so furchtbar viel Platz ist hier nicht mehr für große Sachen. Da hüpft dann immer sehr viel Energie raus. Da muss ich mal gucken, wenn ich den jetzt abmache, dass ich dann vielleicht mich gleich voll esse, damit ich aus der Energie, also die Bonusenergie nutzen kann, um dir diesen 130er vielleicht wegzukriegen. Gucken, wie viel da raushüpft. Also vorhin war hier schon mal einer, da ist auch sehr viel rausgehüpft, aber nicht so genau geguckt, wie viel. Ich gerade irgendwie mit weitere Anklicken und Vollfuttern und was weiß ich beschäftigt war und da habe ich das gar nicht so gesehen. Jetzt sammeln wir ein, wir haben 80. Oh, ist nochmal so ein Koloss. 159, das ist gar nicht schlecht. Wie viel hat denn der? Oh, der hat sogar 150.
Dann nehmen wir natürlich gleich den. Und der gibt dann gleich wieder nochmal. Müssen wir dann wieder gleich hochessen. Ah, da kommt nicht so viel raus. Aber da kommen dann normalerweise die 60er Kohlestücke raus. Aber mit denen können wir jetzt den. Nein! Er hat ja 130, nicht 100. Noch was mit 100 hier in der Nähe? Ein Baum. Na, ah, den wollen wir nicht ran. Schade. Oh, dann nehmen wir doch. Ah, ja, hier. Nehmen wir den 95er Felsen, dann ist der auch weg. Aber sonst ist es hier sehr angenehm, muss ich sagen. Es gibt wirklich da hinten natürlich so ein bisschen, aber nicht so, so wirklich viele Öschis. Das ist sehr angenehm. Dann natürlich auch immer hier Schätze, die man gleich so mitnehmen kann und deswegen auch gar nichts wiegen. Ja gut. Ob da noch was ist? Ich glaube. Da sind nur noch Ressourcen versteckt. Ja. Ja, so sieht's da erstmal aus. Für den brauche ich ein bisschen mehr. Obwohl 100 könnten wir uns auch anfuttern. Nochmal. So. Ja, diese 60er geben halt leider keine Energie. Das ist dann immer schade. Deswegen kommt aus denen nicht ganz so viel raus, wie aus dem anderen, der so einzelne fallen gelassen hat. Also aus Eisen. Eisen zum Beispiel, da kommt immer. Okay, dann machen wir mal hier unten bei dem Weg hier weiter und gucken mal, wann wir zu unseren Eiswellen kommen. Aha, jetzt kommen wir zu diesen säulenartigen, wo die ganzen Tempel standen. Wir haben alle Erinnerungen gefunden. Ja, wir haben einen Tempel gefunden. Jeder einzelne bekannte Ort, den ich im silbrigen Nebel sah, bedeutete mir viel und erinnerte mich daran, wie lange ich schon unterwegs war. Damit haben wir 100 Heidelbeeren. Der oberste Wächter fand sie. Doch Kate wollte ihm nicht dienen. Wir wurden auf unserem Weg mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Doch es gelang uns, die Bewohner der Welt des Goldes zu befreien. Und den obersten Wächter für immer zwischen den Welten einzusperren. Aber er hat uns doch irgendwie gefunden, oder? Als ich von einer neuen Welle des Goldrausches hörte, da wurde mir klar, dass der Durchgang zwischen den Welten wieder offen war. Ich eilte nach Klondike in der Hoffnung, den Wächter aufzuhalten. Also war er gar nicht gierig hinter Geld her. Oder Gold, sondern er wollte quasi nur dieses Desaster aufhalten. Wie du siehst, bin ich gescheitert und in eine Falle getappt. Und jetzt hier gefangen, damit er das nicht mehr rückgängig machen kann. Aber sie haben die Rechnung ohne mich gemacht. Und hier kriegen wir auch nochmal Federchen. Diesmal geht's rückwärts, ne? Die kleinsten. Hier kriegen wir schon... Warte. Hier... So, die größeren. Und da kriegen wir nochmal die kleinen Federbüschle. Oh. Kann man die eigentlich irgendwie verkaufen? Ich meine, haben die einen Wert? Mal. Hat das mal eintauscht? Ich glaube nicht. Ja gut, jetzt kann ja nur noch das Tor kommen, oder? Vielleicht erzählt er uns doch noch die eine oder andere Geschichte. Ich meine, Kate? Wollen wir natürlich auch wissen, wo die jetzt noch steckt. Ob die jetzt wieder gefangen ist? Nein, an den Wellen hier hat er uns nichts zu erzählen.
Und vielleicht auch noch ein Stückchen weiter oben. Aber da kommen wir jetzt eigentlich ziemlich flott durch. Bis jetzt ist nichts Besonderes aufgetaucht. Außer, dass wir jetzt hier zu den großen, großen Säulen kommen. Aber da die hier vorne auch schon nicht so furchtbar viel gebraucht haben, um sie abzubauen. Und man kann sich auch gut durch Kleines hier durch die großen Säulen schleichen. Das ist eigentlich schon sehr human gemacht. Bis jetzt. Soll wohl die Geisterwelt nicht ganz so mühselig sein. Und auch diesen Öschi kriegen wir locker weg. Guck mal, der hat nur 115. Das ist echt human. Irgendwie habe ich aber so das komische Gefühl. Weiß nicht, dass wenn wir das Tor gefunden haben, ich hoffe nicht, dass die ganzen Ressourcen dann hier weg sind, weil es heißt, du hast das Tor gefunden. Jetzt ist Ende im Gelände und es beamt dich wieder raus. Ich will nämlich die Ressourcen eigentlich schon haben. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die erst wegmache. Irgendwie so ein ganz eigenartiges Gefühl, weil das ja so eine unwirkliche Welt ist. Nicht so was, was immer da bleibt. Was tue ich? Baue ich erst alles ab? Ich glaube, ich baue erst mal alles ab. Weil hier mache ich noch ein bisschen, aber manchmal macht es ja ganz schnell flupp und dann breitet sich alles so vor einem aus. Ich glaube, ich werde erstmal fleißig sein und hier noch vollends alles aufräumen. Und dann gucken wir, was passiert, wenn wir unser Tor hier erreichen. Es hat ein bisschen gedauert, weil doch noch ein paar Events dazwischen lagen, aber wir haben jetzt hier schön aufgeräumt. Danke auch an meine Hackenpartnerin, die hat da eigentlich den Löwenanteil geleistet mit den ganzen vielen großen Sachen, die da standen. Und ich habe das Kleinzeug weggemacht. Jo, jetzt können wir mal gucken. Wie das ist mit dem Portal. Ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt gleich schon hier meine Goodies kaufen soll. Ein paar werden noch kommen, also ein paar Wölkchen werden wir noch kriegen. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht von jedem 5, dass dann sich ausgeht. Ich habe jetzt keine Lust, mir das auszurechnen. Also wenn ich mir hier 5 hole oder erstmal 4, dann hätten wir geradere Zahlen. Und dann haben wir so 4 kleine, wobei von den kleinen könnte man ja mehr nehmen als von den großen. Also dann werden hier ja nur 200 weggehen. Wir haben ja so viele, wir könnten eigentlich total viel Lupi-Wolken holen. Hier, wenn wir hier... Ja, okay, ich mach mal 4, dann kann ich es besser rechnen. Da hätten wir dann bei 4 hätten wir dann 600 weg. 750 mit 5. Kann es sein? Und das geht eigentlich auch. Dann haben wir noch 2000 übrig. Also ich glaube, man kann sich da noch mehr holen. Wobei von den ganz großen brauchen wir ja nicht so viele. Was sind die Federn? Da waren doch nochmal Wolken. Ah ja, hier drüben. 100. Also ich glaube, das geht schon, wenn man von jedem 5 nimmt. Müsste sich das eigentlich ausgehen erstmal. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, da haben wir noch megamäßig viel übrig. Hier kann man ja nichts einkaufen. Dann haben wir ja hier auch noch die Federn. Wobei, ja doch, 200. Da wären dann 1000 weg bei den Kleinen. Was ist hier das Teuerste? Oh ne, das sind schon die günstigeren. Ja gut, dann nehmen wir hier auch.
1, 2, 3, 4, 5. 5. Und jetzt wird es schon eng. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Gut, jetzt haben wir von jeder Feder auch 5. Hier kriegen wir aber noch ein paar Fluffis raus. Also Wölkchen können wir uns mehr holen als Federn. Ja, aber jetzt haben wir wenigstens von jeder Sorte mal 5. Von diesen ganz großen, da will ich eigentlich, also diese da, die brauche ich nicht so viele. Da hole ich mir auch keine mehr. Wenn, dann bringt das, glaube ich, eher von diesen mittleren, also oder von diesen kleinen hier. Ja, jetzt muss ich gerade mal was gucken. Fluffige Wolke. Ich habe mir gerade gedacht, hä? Ist das vielleicht ein Umtauschverfahren von wegen? Nee. Das heißt ja gleich fluffige Wolke, fluffige Wolke. Aber diese hier, die kann man ja nicht als Deko nehmen, oder? Sieht man das hier? Wir machen mal Wolke. Nee, also diese könnte man einfach verkaufen. Das ist die Währung. Und die hier kann man eigentlich auch verkaufen. Komisch. Ob es Deko ist mit der Deko, das sehen wir natürlich erst nachher. Guck mal, wie viel fluffige Wolken ich noch übrig habe. Ja, okay. Also das ist eigentlich die und wir tauschen sie nochmal um, weil das keine Deko-Wolke, sondern nur Tauschwährung ist. Ja gut, dann holen wir uns noch ein paar kleine. Zu viel. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Tauschmöglichkeit gibt. Also ich denke mal nicht, dass das hier instant zugehen wird, sodass man nichts mehr machen kann. So wie ich befürchtet habe. Aber die sind ja hässlich. Also die finde ich jetzt nicht so schön. Die auch nicht. Sieht so ein bisschen aus wie Baumwolle. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja da hinten noch mal einen Händler, der noch was anderes verkauft. Ich glaube, wir sind jetzt mal mutig und boxen uns durch. Ich denke mal, so instant wird das nicht zugehen. Welche Fährchen gefallen mir denn am meisten? Interessant ist, dass das die großen sind und die sind gar nicht so teuer wie diese kleinen hier. Ja, da geht schon gar nichts mehr. Das sind ja eigentlich die kleinsten. Und dann geht nichts. Also von denen hier könnten wir uns noch ein paar holen. Geht sich auch noch gar nicht aus, weil wir hier 5 haben und 5er Schritte gibt es ja gar nicht. Oder haben wir noch? Nee, 50 ist das Kleinste. Ich denke mal, dass wir hier noch Federn rauskriegen und jetzt bin ich mal mutig und wir holzen mal hier ab. Hier haben wir 90, deswegen gibt es heute mal wieder Eis. Denn wir wollen ja hier durchkommen. Ja, guck mal, da hat es noch Federn und den hier auch. Ich hoffe, jetzt kommt nichts Großes mehr. Nur noch Kleines. Guck mal, da kriegen wir sogar noch ein bisschen Energie geschenkt. Das können wir nachher, dann können wir uns vielleicht das Eis sparen und kommen mit Kuchen weiter. Jetzt guck mal, jetzt machen wir erstmal diese hier. 40. Machen wir auch nur 2. Oh, wir haben es schon geschafft. Neue Abenteuer warten auf dich in der Location Lormeth. Ich sah den Ausgang zuerst. Die Tore, die von verwobenen Federn und weißen Wolken umgeben waren. Ich winkte Vater zu und deutete in die Richtung der Tore. Er zuckte die Schultern, als würde er sie überhaupt nicht sehen. Sieht er den Ausgang nicht? Müssen wir ihn hier lassen? Ich denke, es gibt einen Ausgang. Du gehst vor und ich folge dir auch mit Federn. Aber ich sehe gar keinen Ausgang. Er ist da, direkt vor dir. Ich denke, ich weiß, was das Problem ist. Nur die Auserwählten sehen den Ausgang aus der Geisterwelt. Ganz wie du und Kate. Ja, weil ich die Hälfte oder zumindest einen Anteil des Besonderen geerbt habe, aber er natürlich nicht. Blödsinn, gib mir deine Hand und ich führe dich. Das wird nicht funktionieren, nur wenn... Ich denke, Kate kann uns helfen. Sie war es, die den Durchgang mit Hilfe dieses speziellen Materials gebaut hat. Wo ist sie denn?
Sie hat alle Bewohner aus der Welt des Goldes geführt. Dann müsste das doch hier auch klappen mit ihm. Ich werde ihr sofort sagen, dass wir ihre Hilfe brauchen. Aber sei vorsichtig, der oberste Wächter läuft frei herum. Das heißt, wir sind in Gefahr. Der oberste Wächter müsste ja dann Ben sein, oder? Keine Sorge, wir werden ganz bald wieder bei dir sein. Oh, das heißt, wir müssen jetzt Mama suchen gehen? Kann das sein? Das sind die nächsten Aufgaben dann? Mama suchen? Haben wir Papa gefunden, jetzt muss auch noch die Mutter her. Ja, also das heißt, es verschwindet jetzt auch noch nicht plötzlich ganz schnell. Das wäre ja auch ein bisschen fies. Und jetzt, tja. Dann müssen wir mal gucken. Ah, da ist sie ja, die Kate. Ich hatte Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Kate bat mich, sie in Lormoth zu treffen. Wieso ist Kate plötzlich da? Ich war verwirrt. Was könnte wichtiger sein, als meinen Vater zu retten? Doch ich beschloss, meiner Mutter zu vertrauen. Hatte ich jemals in unserer ganzen Story Kontakt zu meiner Mutter, zu Kate? Jetzt ist sie plötzlich da? Ich war doch immer ganz allein auf der Station und hatte nur die Inuit. Begib dich nach Lormoth.